Hallo und schönen herzlichen Willkommenstag. Ja, Tag, ne, Donnerstag, nachdem das hier abgefilmt worden ist von mir. Ich hoffe, dass ihr alle gut in die Woche gekommen seid. Ja, auch eine neue Woche lässt uns neue Tempel und neue Schätze erwarten. Ich bin im Pendeltempel und ich pendle erstmal wieder hin und her, um zu gucken, ob ich irgendwo einen Schatz finde. Einen Schatz finde ich, ja, den werde ich wohl wahrscheinlich finden. Aber ich brauche ja einen Schalter, um das Ding hier aufzumachen. Ein Schalterchen. Noch sehe ich keinen. Vielleicht muss ich mal hier hin und dran klicken mit der Maus. Nein. Mit der Maus läuft das nicht. Hab ich was vergessen irgendwo? Okay, machen wir nochmal die Taschenlampe an. Weil dank der Schattengeschichten man viel besser und besser und besser einen Schalter finden kann. Wenn er denn hier ist. Ich sehe hier bis jetzt noch keinen. Vielleicht war ich auch zu schnell hier durchgegangen. Ja, gucken wir ganz genau. Ach, Freund, was ist das denn jetzt wieder? Jetzt komme ich hier nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich irgendwas hier einlösen oder sowas. Ja. Gibt es hier irgendwo einen Schalter, den ich mit dem Fallenbogen irgendwie auslösen muss? Ich kenne das ja noch von alten Spielen so. Ja. Dann gucken wir mal hier an den Kreuzen. Ach ja, da! Ach, das war ja logisch hier. Okay, drücken wir drauf. Und da hinten, aus dem Augenwinkel, haben wir gesehen, dass, upsie Daisy, da unten war es aufgegangen. Ist auch richtig so. Hehe. Ja, auch hier an dieser Stelle wieder danke für eure Kommentare auf meinem Kanal. Und für Taris die Benachrichtigung. Ja, ich weiß, da sind Schalter. Da, wo der Adanos-Schrein ist, auf der linken Seite, hinter der einen Stein... hinter der einen Steingeschichte. Und, Mist, der hat mich aber ganz schön genetzt hier. Und einmal ein Hebel und einmal ein Schalter. Nein! Oh, weia. Nee. So habe ich nicht gewettet. Mann, oh Mann. Also, ganz normal gucken erstmal, bevor was passiert. Jetzt ist natürlich wieder dieser blöde Ring nicht da. Zack, so. Ja, vorsichtshalber mal Unwetter gezogen, falls noch mehr kommen. Und dann schaue ich mal, wo der Heinz hier ist. Der muss ja hier ums Eck gekommen sein. Da ist er, ne? Gut. Dann hast du mich erblicket? Er hat mich erblicket, gut. Oh, der hat mich aber schwer beschädigt, meine Herren. Wo ist denn sein Schärfer? Ein geschärftes Zweihänderteil. Gott, okay, dann werde ich mich mal eben kurz frisch machen. Und noch meine Aussage noch mal komplettieren, bevor ich da angreife, Antares. Ja, die Schalter habe ich gefunden im Adanos-Schrein, also links hinter der Steinstatue. Ein Hebel, ein Schalter. Das habe ich ja schon zig Folgen vorher probiert. Ich habe da nichts gesehen in der Nähe. Weil ja, da haben wir was, was sich aufgemacht hat oder sonst irgendwelche Geschichten. So, entweder bleiben die irgendwo hängen. Ja, shit. Oder ich gehe mal hier. Mal gucken, vielleicht werden sie zerstampft. Ich weiß es ja nicht. Schade. Gut, okay. Dann gucken. Hier könnte natürlich rechts auch einer sein. Der Mensch ist ja mehr so Symmetrie gewohnt. Untote Tempelkrieger. Ach du liebes Lieschen. So. Jetzt. Unwetter bitte. Wirken doch mal. Toller Einstieg hier, meine Herren. Gut, okay, dann Eiswelle. Vielleicht ist sie ein bisschen schneller. So, da kommen sie hoch. Warte ich mal, bis sie hier rüberkommen. Und... okay. Denn Eiswelle zu machen... Und es da unten... Habe ich sie alle schon hier? Sehr schön.
Während es nach unten geht, da hat die Eiswelle keine Wirkung. Also wenn ich sie von hier oben mache, weil die ist nur flach. Das ist mir schon bei anderen Kämpfen aufgefallen. Okay, auf jeden Fall erstmal wieder speichern. So, dann gucken wir mal, ob die Symmetrie auch stimmt. Indem ich erstmal hier oben nochmal schaue. Okay, da unten stehen keine. Ob es hier um eine Ecke einen gibt. Oder mehrere. Nee, gibt keinen. Okay, habe ich mich geirrt. Trotzdem mal gucken. Da hinten steht einer. Okay. Dann gucke ich nochmal weiter. Okay, mal genau abgucken. Wegen Schaltertjes oder sowas. Okay. Oho. Aha. Okay, die haben mich entdeckt. Also diese untoten Tempelkrieger, meine Herren, die fügen Schaden zu. Aber auch mittlerweile kein besseres Schwertchen, ne? Bis auf hier diese Echsengeschichte, die ja total langsam für mich ist. Ja, okay, dann guck ich mal weiter. Vielleicht kann ich sie doch noch alle einzeln irgendwie ja unter Verbrauch hoher lebenserhaltenden Ressourcen doch noch killen. So. Auf jeden Fall erstmal hier gucken, was es hier so gibt. Oh nein. Ahaha, da kommt wieder einer. Da kommt eine. Ah Mann. Ja, auch Glück gehabt. Bin auch ganz schön agil. Und hier sehen wir, da hinten sind zwei beieinander. Kann das sein, dass sich irgendwie hier noch einer verstecken tut? Nicht so ganz. Ja. Das ist ein Schutthaufen. Kommt mir vor wie in der Matrix-Lobby. Kennt ihr das? Diese Schussszene mit dem Fahrstuhl? Und den Säulen. Okay, einer kommt. Ja, lass eine kommen. Oh, okay. Ja, das könnte irgendwie klappen. Ah, okay, wenn er da die ganze Zeit versucht hinzukommen. Okay. Einmal getroffen und schon gleich so viel weggenommen. So, statt mal Tränke zu trinken, mal auch mal mit mittleren Wunden sich heilen. Denn dann kann ein weiterer Toter an mich heraneilen. Oh, da in der Mitte ist auch noch einer. Wer ist denn jetzt der Erste? Der da hinten. Okay. Gut. Naja, mal gucken. Okay. Toter Tempel. Toter Tempel. Magier. Krieger. Wow. Ach ja, darf man nicht vergessen zu speichern. Mal gucken, wie sprengfallresistent der ist. So. Oh, prallt ab. Okay. Ah, nicht jeder Pfeil ein Treffer. Okay, aber dafür brauche ich nur einen Schlag hier mit meiner leichten Bandido-Axt, dann geht das. Jep, vielleicht kann ich die beiden dann auch leicht ankratzen, die da hinten stehen. Ja, genau. Ach, das war schon mein letzter Sprengpfeil. Ah, so eine schade Geschichte. Nein, nicht die mittleren Wunden heilen, sondern die Eiswelle. So, wenn ihr beiden... Und da hinten am Ende ist noch einer, okay. Los, komm. Ein bisschen was einbocken müssen, aber nicht schlimm. Okay. Oh, wo sind sie? Mensch, kannst du mal wieder auftauen? Das wäre gut. Dann kriege ich auch hier die Sachen raus. Okay. Ja, gucken wir mal uns den Bereich hier an. Ob es hier irgendwas gibt. Was Geheimnisvolles. Okay, nicht so in der Art. Ja,
erstmal den Raum räumen hier, weil da hinten steht auch noch einer. Und das sieht nach Eingang oder Weitergang aus. Okay. Ja, dann gehen wir davon aus, dass es der letzte ist, der jetzt hier auf uns zukommt. So, immer schön in der Ecke. Perfekt. Wunderbar. Und da es jetzt hier so dunkel ist, könnten wir uns doch mal hier zur Ruhe legen und hier diesen Schlafsack ausbreiten. Bin gespannt, wie es weitergeht. So. Das, ja, jetzt hat sich doch ein bisschen hier die Sache erhellt. Okay, dann schauen wir noch mal ganz genau, gibt es hier irgendwelche versteckten Geschichten hier an den Säulen? Kann ja sein. Aber wie ich das mitkriege, ist da noch ein Steinhaufen und also dieser hier, und da wird bestimmt was zu holen sein, oder auch nicht. Gut. Dann eben nicht. Sup. Ist auch nichts. Genau gucken. Ist hier was in dem Müllschutthaufen hier versteckt? Nein. Haha, aber hier haben wir einen Ring. Und wofür wird er wohl sein? Die Tür da hinten. Erstmal im Abstand nehmen, gucken, was da ist. Oh! Wer bist du denn? Ein Skelettmagier, Hilfe! Ich speichere mal lieber ab vorher. Auch der Schlaf hat mich nicht vollständig regeneriert, aber mal schauen. Na? Kuckuck. Mit was schießt der? Mit Eispfeil oder was? Oh, oh, untoter Erzmagier, der jetzt ganz tot ist. Okay. Bestimmt noch mehrere Türen zu öffnen mit schönen, schönen Überraschungen. Wie zum Beispiel hier am Ende. Wobei wir hier zwei Schalter vorfinden. Einmal diesen hier. Was ist da drauf? Naja, ein Artefakt. Und hier auch grün. Eine grüne Raute und eine gelbe. Ein gelbes Quadrat. Karabadrat. Ja, speichern wir ab. Auch hier gucke ich als erstes mal oben und unten. So grün oder gelb? Was könnte sein? Was ist denn das für ein Spalt da? Okay, naja, okay. Risiko ist alles. Oh. Nochmal. So, dann haben wir... Ich wollte sofort nach hinten gehen, deswegen hat er nochmal gedrückt. Aha. Also wahrscheinlich erst gelb und grün oder nur grün, ich weiß es nicht. In welcher Kombination die beiden Schalter zueinander stehen. Ja. Oh wei, oh weia. Was erwartet uns hier in diesem Zwischenraum? Sieht auch sehr übersichtlich aus. Auch ein Schalter in Grau ist hier zu sehen. Dahinter öffnet sich wieder was Großes. Was ist das? Was ist da zu sehen? Oh, ich muss meinen feinen Bogen neu einladen, weil er immer noch davon ausgeht, dass ich mit dem Sprengpfeil was machen will. Aber nee, wir nehmen Giftpfeil und jetzt gucken wir mal, ob es irgendwas in der Ferne gibt.
Ach, das ist das Totenschiff. Das sieht aus wie ein Toten. Oh, ist das gut gemacht. Wow. Miezekatzen, hallo. Da hinten steht was. Ach, Steinwächter. Also, erstmal an dieser Stelle mal wieder herzliches Kompliment von meiner Seite. Oh, schaut mal. Ach, blinzeln die? Die Augen rot? Okay, Steinwächter. Oh, da ist auch noch ein Steinwächter. Also sowas Komisches jetzt aber auch. Also das ist wirklich gut gemacht. So, oh, guck mal. Das wohl noch reicht? Na, lass mich doch einmal noch treffen hier. Okay. Gibt nichts. Der hat nichts. Der gibt nichts. Schön. Bin echt begeistert. Echt begeistert. Wow. Okay. Auf zum nächsten Steinwächter. Den ich mal versuche mit meiner Axt zu axteln. Da hinten ist noch eine ganze Reihe. Okidoki. Ein bisschen hat er was abbekommen. Mein Roland. So, welcher ist jetzt weiter weg? Und nehmen wir den hier. Na komm. Oh, man kann sogar aufs Schiff steigen. Hier ist eine Leiter. Das sieht jetzt wieder richtig geil aus. Das Schiff ist gut designt. Finde ich sehr gut. So, Dölle. Ja, so schnell sind die nicht, ne? So schwerfällig und steinig. Oh, der wehrt sogar ab. Okay, dann gehen wir mal wieder rüber zu dem anderen. Ist das herrlich. So. Oh, Zicke-Zacke, machen wir das mal so. Der hat mich auch ein bisschen getroffen. Aber das soll ja den ganzen nicht Abbruch machen. Nur der Steinbecher bricht zusammen. Damit das klar ist hier. Komm. Okay. Auch gut. Nehmen wir mal gleich den hier. Gucken, vielleicht hilft uns die Kante hier ein bisschen. Oh, ein bisschen hat sie geholfen. Psst, ein Felsen. So, wäre an der Zeit mal wieder hier ein bisschen Heilung zu betreiben. So, da hinten auf der anderen Seite sind auch noch welche. Das sehe ich unter dem Schiff. Unterm Bug. Gucken. Genau. Na komm. Oh, da gibt es eine Miezekatze ohne Kopf. Ah, auch sehr gutes Detail. Oh. Ein bisschen widerspenstiger. Hier, Miezekatze ohne Kopf. Klasse, was ist denn das Weißes da hinten? Okay, auch gut. So, nochmal gucken. Wer ist näher? Nee. Zip, zip, zip. Also nachher muss ich mal ganz genau gucken. Okay, das sind irgendwelche weißen Raubtiere, die beißen. Kommt noch, um auszuholen. Es ist nicht zu fassen. So, bewegen die sich auch oder sind die auch nur aus Stein? Okay, da ist noch einer. Na? Die bewegen sich. Hargi Margi.
Okay, schnell speichern. Okay, Giftpfeil als Munition gewählt. Ein Steinlöwe. Steinlöwe, Steinpuma kenne ich. Gucken, ob der Steinlöwe auch sich versteinern lässt. Ah, ist er ja schon. Wo er vergiften lässt. Er starrt da rum. Oh, das ist ja, oh, ist ja schnell. Ist der fix. Ist der fix. Und ich glaube, das wird nix. Oh, doch. Gibt's was? Nein. So, also nur noch zwei steinige Kreaturen. Ja, die hier. Halt, die Texturierung erinnert sehr stark an schwarzes Marmor oder schwarzer Granit. Also wirklich gut texturiert. Das macht das Ganze auch noch irgendwie edler. Okay, noch drei von denen. Eins. Genau, richtig. Oha. Ui. Jetzt gucke ich mir alles in Ruhe nachher an. Los. Da kratz mal, schärf mal, wetz mal deine Krallen auf dem steinigen Boden. Okay. Auch gut. Ja, dann ist jetzt offensichtlich nur noch ein steiniges Getüm hier übrig. Schwupps, geschafft. Ja, okay, dann fange ich mal hier von vorne an, beziehungsweise gucke mal, was es hier so gibt. Ob irgendwas rumliegt. Außer die Brösel-Brösels hier. Irgendwie unten drunter noch was. Ah, man kann hier entlang gehen. Das ist auch gut. Ich glaube, hier wird nichts sein. Aber glauben heißt nicht wissen. Okay, jetzt geh doch mal auf die Leiter. Na, gleich, Leute, gleich. Lass mal gucken, ob es hier noch was gibt bei den Katzen. Und da hinten, da, diese Statue, die da ist. Hm. Ah, da scheint wohl wirklich nur... So, was bist du denn für ein Ding? Hä? Irgendwie abstrakt. Im Moment, das könnten Arme sein. Das ist eine Büste, eine Brust. Und? Aha. Hat so was Ägyptisches, finde ich. Auch wegen der Katzen so. Die findet man ja viel in Ägypten. Ja, okay, dann werden wir mal das Totenschiff beklettern. So, das müsste das Heck sein, klar. Das sind nämlich die Riemen. Wow. Jut. Bin gespannt. Das Totenschiff. So. Wenn ich gleich darüber gehe, dann werde ich garantiert angegriffen. Da wird irgendwas garantiert sein. Nicht anhalten kann ich. Okay. Mhm. Schwupps. Erstmal komplikationslos hier oben an Deck angekommen. Geht's noch irgendwie runter? Schau mal, ist hier noch was? Offensichtlich nicht. Oh, was ein dünner Mast. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Sarg. Genau, das ist ein Sarg. Na, siehst du, ein Sarkophag. Ägypten, Leute. Ägyptische Kultur haben wir hier zu sehen. Okay, bevor ich an den Sarg rangehe, jetzt komme ich von der... Ah ja, jetzt komme ich durch. Okay, bevor ich an den Sarg rangehe, will ich wissen, was unten ist. Weil hier gibt es nämlich auch noch eine... Da kann man ruhig runter jumpen. Genau, erstmal gucken. Zwischendeck. Aha. Okay, hier ist tatsächlich was. Auch etwas mit zum Öffnen. So, gehen wir mal hier zurück. Kann ja sein, dass irgendwas liegt da.
meistens so am Ende oder so versteckt. Ein Hinweis, Monster schrumpfen oder Blutfliege. Ja, okay, jetzt drücken wir das Ding mal. Okay, hat sich nichts geöffnet. Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass... Ich habe den Sack ja vorher noch nicht geöffnet, aber... Alon, du kannst ja schreiben, so von wegen hier, du hast recht gehabt, das entriegelt erstmal den Sarg. Wenn der jetzt sofort aufgeht, dann, ne, dann muss es ja wohl so sein. So, Sarg. Ist nochmal, naja, ich speichere noch nicht, ich mache nochmal auf. Was? Oh. Ich wusste, irgendein Heinz. Ich habe nichts gesehen, ich war völlig verblitzt, meine Augen und überhaupt. Mann, oh Mann. So, da habe ich aber dann die Chance, bevor ich drücke, nochmal hoch zum Sarg zu gehen, ne? Und dann die Abhängigkeit zu überprüfen. Also sowas Beklopptes. Kommt da wieder so ein Überraschungsgast. Heute? Was ist das für einer? So, Sarg. Oh, doch nicht. Okay, so. Und ich habe keine Aufladung gemacht. Mir ist keine Aufladung gemacht. Ja, toll. So, recherchieren und Fakten sammeln ist immerhin besser, als nur zu mutmaßen und zu spekulieren. Ja, so bin ich, so mache ich das eigentlich immer. Also, den Schalter habe ich noch nicht gedrückt. Der Sarg geht trotzdem auf. Was wir schon wissen durch diese Todesgeschichten, dass hier an der Stelle ungefähr sich dann so ein magischer Heinz sich eröffnet. So, machen wir kurz auf. Zack. Und holen sofort. Ja, genau richtig, aber ohne Geschwindigkeit. Nein, mach doch richtige Kombos. Okay, der hat mich gar nicht so richtig getroffen. Ein untoter Hohepriester. Oh, war ich angespannt eben. Stab der Totenwächter und ein Knochen. Dafür habe ich einen Logbucheintrag bekommen, der da heißt Die Himmelscheibe. Okay, das hatten wir eben nochmal gehabt. Tatmo-Tempel, innere Höhle geführt. Okay, das ist alt. Himmelscheibe. Die es ja wirklich gibt. Die haben sie jetzt geröntgt übrigens. Über 4000 Jahre alt ist. Okay. Erstmal gucken. Was habe ich schon gelesen? Der Bericht warnt aber jeden unberufenen Tempel zu betreten. Es scheint also, okay, den letzten Absatz lese ich vor. Ich habe eine alte Steinplatte gefunden, die den Wächter des Pendeltempels ruft. Dieser sollte am Eingang des Tempels auf mich warten. Sollte ich mit seiner Hilfe in den Tempel gelangen? Okay. Dann schauen wir nochmal, ob ich hier noch was finden kann. Da ist echt eine Mumie drin, ne? Mal in Schleichmodus gehen. Dann sehen wir das besser. Hier mit Goldmaske und langem Zauberzepter. Das ist ja wieder klasse gemacht. Ja, gut. Dann gehen wir runter und vorsichtshalber drücken wir dann mal das Knöpfchen. So, einfach auf das Knöpfchen drücken, alles strahlt und funkelt. Hey, das geht nur mit, ja, ich mache jetzt keine Werbung, Wannenspray würde jetzt kommen. Alte 70er, 80er Werbung. Okay, okidoki, jetzt gehen wir mal hier rauf und werden mal wieder das Schiffchen verlassen. Weil da hat sich ja nichts eröffnet. So, dann gucke ich dann nochmal ins Inventar und schaue, was wir dann da haben. Ne, Unterschriften ist nur hier dieser Codespruch für den Tempel. Ne, nichts gefunden Außergewöhnliches. Ja, liebe Freunde, dann gucken wir nochmal, wo da einer am Ende wartet.
Also, wahrscheinlich hat sich eventuell hier was geöffnet. Eventuell. Das sieht nämlich danach aus. Das Ding hat sich zur Seite geschoben. Genau. Und bevor wir da durchgehen, machen wir Schluss für diese Folge, liebe Freunde. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und es bleibt spannend. Tschüss.